Die Sonne, das ist unser Kern, das ist unser Potenzial. Und der Mond, das ist unsere Seele und die Grundbedürfnisse, die wir haben. Und zusammen, Sonne und Mond, formen unseren Charakter. Und vieles ist von uns bereits schon am Tag der Geburt vorprogrammiert. Und deswegen, wir sind selber zuständig, wie wir die Energien lenken können. Weil für jedes Planet gibt es sowohl positive Seite, also sprich positive Energien, als auch negative. Und wir fangen an. Funktion der Sonne. Was sagt denn das überhaupt aus? Das Wichtigste für euch zu wissen ist, für alle, es ist so, dass wenn ihr zum Beispiel Sternzeichen Löwe seid, dann ist eure Sonne im Löwen. Das heißt, wenn zum Beispiel jemand eine Jungfrau ist, bedeutet, die Sonne liegt in der Jungfrau. Und so erkennt er das. Deswegen, jedem ist bekannt von uns, bei welcher Person wo die Sonne liegt. Und die Sonne ist 109 Mal größer als die Erde. Wenn man sich das vorstellt, dann versteht man, dass die Sonne 109 Mal effektiver oder stärker an Energie sein kann als unsere Erde. Und die Sonne beschreibt unsere Lebensenergie, unsere Gesundheit. Die Sonne ist männliche Energie und steht für den Verstand und Rationalität. Die Sonne zeigt auch unsere Individualität und unser Potenzial. Und wenn wir uns die Sonne dann immer individuell anschauen, dann kann man erkennen, okay, in welche Richtung können wir uns realisieren? Wohin können wir diese Sonnenenergie lenken, richten, damit es zur vollen Realisation kommen kann? Die Sonne ist unser Bewusstsein und Zentrum oder Kern des Charakters. Die Sonne beschreibt auch den Selbstwert. Man kann anhand von der Sonne sagen, ob die Person selbstbewusst ist oder eher unsicher ist. Und die Sonne beschreibt auch, durch was erlangen wir die Aufmerksamkeit. So, welche Rollen kann denn die Sonne bezeichnen? In erster Stelle ist die Sonne ist unser Kern, unser Potenzial. Das heißt, in der Sonne schauen wir immer nach uns, also sprich, ich bin die Sonne. Die Sonne kann auch manchmal Vater oder auch manchmal den Ehemann beschreiben. Das ist von Person zu Person individuell und unterschiedlich. Je nachdem, welche Lebensetappen wir durchleben, dann müssen wir halt schauen, welche Person ist bei uns eher die Prioritätsperson oder Autoritätsperson. Weil manchmal kann man die Rolle eines Vaters entweder als Saturn bezeichnen, manchmal aber auch als Sonne. Wenn wir zum Beispiel streben, genauso zu sein wie unser Vater, dann überdeckt sich das oft energetisch. Die Sonne beschreibt den Chef oder die Person, an die wir berichten in einem Unternehmen. Zum Beispiel, wenn eine Anfrage kommt, wie wird demnächst das Verhältnis zwischen mir und meinem Chef verlaufen, dann können wir diesen Chef als die Sonne betrachten und dann können wir die Aspekte schauen. Und generell Sonne kann auch wichtigster Mensch im Leben sein. Wenn jetzt jemand zum Beispiel im Kinderheim aufgewachsen ist und keine Mutter, keinen Vater hat und die Erzieherin ist aber so ans Herz gewachsen, dann kann die Sonne auch diese Erzieherin sein. Das heißt, die Sonne ist etwas, was uns wirklich ans Herz gewachsen ist. Das mit den Rollen kann sein, dass es jetzt ein bisschen noch unverständlich ist, aber wenn man tiefer in die Astrologie geht, danach wird es dann viel einfacher werden. Dann schauen wir uns mal die Funktion des Mondes an. Mond ist die weibliche Energie. Und der Mond beschreibt unsere Seele. Das sind die Grundbedürfnisse für unsere Seele,
was wir tun müssen, damit wir seelisch glücklich und zufrieden sind. Der Mond, das sind unsere Emotionen und unsere innere Welt. Da geht es um Gefühle. Der Mond beschreibt auch Intuition. Der Mond beschreibt auch Familie. Nach dem Mond kann man genau schauen, inwieweit man fruchtbar ist. Ob man viele Kinder bekommen kann oder eher wenige. Und wenn man in die Prognosen reinschaut und man wissen will, zum Beispiel, wann könnte ich schwanger werden, dann müssen wir auch auf den Mond schauen. Der Mond steht auch für die Nahrung, weil das gehört auch zu unserem Grundbedürfnis. Und der Mond beschreibt auch die Fürsorglichkeit. Wie ist es bei uns im Gefühl ausgeprägt, für die Menschen fürsorglich zu sein? Die einen können überdurchschnittliche Fürsorglichkeit leisten wollen, die andere eher weniger. Der Mond ist eigentlich komplett das Geheimnis unserer inneren Welt. Und den Mond zu 100% zu verstehen, ist sehr, sehr schwierig, weil wir nicht unser Unterbewusstsein zu 100% entdeckt haben. Wenn wir durchs Leben gehen, wird uns ja vieles mehr bewusster und bewusster. Das heißt, vieles ist schon in unserem Unterbewusstsein drin. Das müssen wir irgendwie entpacken, also aus dem Archiv rausholen, um es mehr zu verstehen, wie wir ticken und warum wir manchmal automatisch auf diese Menschen so reagieren. Der Mond beschreibt auch Vergangenheit und nach dem Mond schaut man auch nach dem intimes Leben. Also wie ist man sexuell aufgestellt? Und welche Art an Komfort man braucht, um befriedigt sein zu können. Und bei dem Mond sind es Rollen, die Mutter oder die Oma. Nach dem Mond schauen wir uns auch die Kinder an. Oder Ehefrau, zum Beispiel, wenn ein Mann geheiratet hat und die Frau ist entweder älter oder vielleicht einfach viel erfahrener. Danach schauen wir nicht nach dem Venus, sondern nach diesem Mond in der Karte. Und der Mond gibt es auch Rolle als eine Katze. Wenn man zum Beispiel einen schwachen Mond hat, dann ist es sehr empfehlenswert, sich eine Katze anzueignen, weil dann würde es energetisch besser ausbalancieren.